Verehrte Gäste, liebe Freunde, ich sage jetzt einen Satz, der auch schon mal Gegenstand von Gerichtsverhandlungen war. Kommt alle nach vorn. Die erste Reihe ist noch leer und hinten staut es sich. Wir haben aber hier genügend Raum für alle, die da sind. Also kommt ruhig nach vorn. Es freut mich sehr, dass ihr alle hier seid, dass Sie alle da sind. Verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen beim Neujahrsempfang der Linkspartei. Das Jahr 2019 ist erst einige Tage alt und es ist inzwischen eine gute Tradition, dass wir das jedes Jahr gemeinsam politisch starten. Natürlich mit vielen Reden, mit programmatischen Debatten, mit Verabredungen zum ganz konkreten Eingreifen. Aber es geht eben auch darum, gemeinsam sich zu amüsieren. Und der heutige Empfang wird, denke ich, eine gute Mischung darstellen zwischen beiden. Ganz am Anfang möchten wir natürlich sagen, es werden heute erwartet Sie ein spannendes Kulturprogramm. Es erwarten euch echt kluge Gedanken und Überlegungen. Dazu kommen wir noch im Einzelnen. Wir möchten erstmal auf jeden Fall willkommen sagen und wir haben uns viel vorgenommen für das Jahr 2019. Dazu haben Bernd und ich auch einen gemeinsamen Text vorgelegt, der, wenn wir ihn vorlesen würden, alleine 30 Minuten dauert. Mal sehen, wie viel wir davon jetzt vorlesen. Fakt ist, dass in diesem Jahr viele Aufgaben vor uns stehen und wir haben gesagt, wir beginnen dieses Jahr mit einer Einladung. Und zwar eine Einladung an alle fortschrittlichen Kräfte in dieser Gesellschaft, an alle, die nicht länger warten wollen. Denn ich denke, bei all den Debatten, die wir unter uns haben, eint uns doch eins. Die Überzeugung, dass ein Weiter-so uns nicht weiterhilft und dass es eine grundlegende Alternative braucht, zum einen der rechten Hetze und zum anderen dem Weiter-so, für das die Bundesregierung steht. Was wir brauchen, ist eine soziale und solidarische Alternative und wir wollen gerne eine gemeinsame Verabredung für einen sozialen Aufbruch, für einen Einstieg in eine Friedenspolitik und für mutigen Klimaschutz. Und für diese Verabredung haben wir auch ein paar ganz alltägliche und ein paar Ziele, konkrete Ziele benannt. Und ich finde, diese Ziele müssen zum einen anknüpfen an den alltäglichen Sorgen, die die Menschen hierzulande haben. Dazu gehört unter anderem, dass viele Menschen hierzulande und in Europa Sorgen haben, über den Monat zu kommen mit ihrem Einkommen, weil das Monatsende für sie bedeutet, dass sie jeden Euro dreimal umdrehen müssen. Deswegen haben wir gesagt, ein Ziel ist natürlich, dass alle ohne Sorgen über den Monat kommen. Und das verbinden wir mit den großen Zukunftsfragen und Sorgen, weil Kriege und der Klimawandel schon heute das Leben und aber auch die Lebensgrundlage von Millionen Menschen zerstören und ganz generell unsere aller Zukunft auf diesem Planeten in Frage stellen. Also in diesem Spannungsbogen zwischen alle sollen ohne Sorgen über den Monat kommen und wir wollen für alle eine Zukunft auf diesem Planeten, in diesem großen Spannungsbogen muss sich unser politisches Programm bewegen. Nicht nur in Europa, auch bei den Kommunalwahlen, bei den anstehenden Landtagswahlen droht ein Erstarken der Rechten. Und ich finde, für uns muss eins klar sein, vor diesem Rechtsruck dürfen wir nicht kapitulieren. Unsere Aufgabe ist es, diesem Rechtsruck die Stirn zu bieten und das in aller Entschiedenheit. Die Gedanken dazu sind in einem Papier vorgelegt. Uns obliegt jetzt die schöne Aufgabe, einige anzukündigen, die uns heute hier durch dieses Programm führen werden und uns gute Musik, gute Kunst und kluge Gedanken mit auf den Weg geben. Und deswegen möchte ich, oder es ist mir eine besondere Ehre, hier zu diesem Empfang zum einen Caroline Ehmke zu begrüßen. Viele von euch kennen sie als Schriftstellerin und Publizistin. Caroline ist Preisträgerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Aktuell läuft von ihr an der Schaubühne das Stück Ja heißt Ja. Ich habe mir schon Karten dafür besorgt. Der Babysitter ist auch schon bestellt. Kann danach sagen. Kann nur empfehlen, das sich selber anzuschauen. Und Caroline ist auch dafür bekannt, dass sie sich zu vielen Themen äußert, die nicht nur Linke in diesem Land umtreiben. Eine weitere Person, die ich begrüßen möchte, ist Ruben Neugebauer.
Ruben ist ein Aktivist, ein radikaler Aktivist, der aus einer Künstlerszene kommt und der inzwischen Pressesprecher von Sea-Watch ist. Ihn hat irgendwann umgetrieben, er hat gesagt, Mensch, die Situation ist ja verheerend, das Mittelmeer wird zum Massengrab, da muss man etwas tun, die offiziellen Instanzen der EU versagen bei dieser Frage, was muss man tun, es braucht Menschen, die sich aus der Luft einen Überblick über die Notlage verschaffen und was hat er gemacht? Er hat einfach mal einen Flugschein gemacht und hat dann sich stark gemacht, dass das Bündnis Solidarische Städte erweitert wird und vor wenigen Tagen ist auch die Hauptstadt Berlin diesem Bündnis beigetreten. Herzlich willkommen, Ruben Neugebauer. Ich soll euch und Sie auch ganz herzlich grüßen von Klaus-Peter Reich. Das ist der Kapitän der Lifeline, ein ehemaliger Unternehmer aus Bayern, der es irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten hat, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und sich auf den Weg gemacht hat, diese zu retten. Er hätte gerne heute mit uns und mit Ruben diskutiert. Er hat jetzt einen wirklich persönlichen Notfall. Man muss sagen, seine Geschichte steht stellvertretend für viele. Für seine zutiefst menschliche Handlung bekommt er nicht etwa ein Bundesverdienstkreuz oder irgendeinen anderen Orden verliehen, sondern ihm wird der Prozess gemacht in Malta. Morgen geht das auch weiter und eigentlich wollte er direkt von dem Prozess hier zu uns fliegen. Jetzt ist ein familiärer Notfall dazwischen gekommen. Aber ich finde, eins können wir schon mal festhalten, Menschen, die andere Menschen retten, die gehören nicht kriminalisiert, sondern denen sollte man einfach mal Danke sagen. Mit einigen von euch haben wir schon die letzten zwei Tage in produktiven und lebendigen Debatten verbracht. Wir hatten jetzt zwei Tage Klausur der Bundestagsfraktion. Freut mich sehr, dass auch viele Kolleginnen da sind. Ich möchte herzlich Dietmar Bartsch begrüßen, stellvertretend für alle, die aus der Fraktion da sind. Wir wollen hier das Jahr gemeinsam Fraktion und Partei anfangen. Und jetzt ist es mir eine ganz besondere Freude, an Bernd Rixinger, meinem Co-Vorsitzenden, zu übergeben. Ja, vielen Dank, Katja. Ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen zu unserem Jahresempfang. Ich finde es toll, dass ihr alle da seid und ich glaube, wir werden einen guten Auftakt fürs neue Jahr hinlegen. Davon bin ich überzeugt. Wir hatten, glaube ich, ein heftiges letztes Jahr, haben einige Bewährungsproben zusammen bestehen müssen. Das haben wir auch geschafft. Ich finde, ich bin viel rumgekommen in unseren Basisorganisationen. Man kann ja gar nicht nachvollziehen, was wir alles gemacht haben an Kampagnen. Ich möchte mal nur beispielhaft erwähnen, die Pflegekampagnen, wo wir doch geschafft haben, den Jens Spahn unter Druck zu setzen und einen Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik durchzusetzen. Können nicht viele von sich behaupten. Wir haben mit unserer Mieterinnenkampagne angefangen und ich an dieser Stelle möchte ich einfach mal mich bei allen bedanken, im Haus, in der Fraktion, in der Partei, in den Kreisverbänden und Landesverbänden für das tolle Engagement dieser tollen Partei. Nicht alle dieser vielen Aktivitäten finden Eingang in die Medienberichterstattung, darunter leiden wir manchmal, aber sie werden ja trotzdem gemacht. Und wenn 150 oder 200 Kreisverbände Kampagnen gegen den Pflegenotstand machen, wenn sie in die Krankenhäuser gehen, wenn sie zu den Pflegekräften gehen und wenn sie an der Seite der Mieterinnenorganisation stehen, dann ist genau dort unser Platz, linke Politik zu machen und die Gesellschaft zu verändern. Das neue Jahr hat ja nicht nur mit einer Fraktionsklausur angefangen, sondern auch mit dem Streik von Verdi, des Flughafenpersonals. Manche mussten Flugverspätungen in Kauf nehmen oder die Flieger sind überhaupt nicht geflogen. Aber ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dieser Streik ist völlig zu Recht. Die Leute leisten hochqualifizierte Arbeit in Schichten und werden dafür zu schlecht bezahlt. Und im Prinzip muss es doch eigentlich selbstverständlich sein, dass für Arbeiten im Sicherheitsbereich, wo sogar das Leben vieler Menschen davon abhängt, dass es dort selbstverständlich ist, 20 Euro Stundenlohn zu bezahlen. Das ist doch keine unsinnige Forderung.
und den Leuten eine planbare Arbeitszeit und planbare Zukunft zu geben. Und auch dort bin ich stolz, dass die Linke eben auf der Seite dieser Streikenden steht. Und ich sehe gerade, dass Frank Pirske, wenn wir gerade über die Streiks von Verdi reden, hier reinkommt. Frank, herzlich willkommen. Und ich möchte auch noch mal erwähnen, fürs letzte Jahr und vielleicht auch, was man mitnehmen kann, der Streik bei Ryanair. Es war für mich einer seit vielen Jahren ein internationalistischer Streik, wo es gelungen ist, was nicht einfach ist, in verschiedenen Ländern gleichzeitig zu streiken. Mit einer international zusammengesetzten Belegschaft. Die Leute kommen nämlich aus Bulgarien, Polen, Tschechien, Irland, vielen anderen Ländern, haben oft studiert und verdienen zwischen 8 und 1500 Euro. Sind also hoch prekär. Und dass diese Leute auch mit unserer Unterstützung, da bin ich auch stolz, aber auch mit anderer politischer Unterstützung Erfolg erzielt haben, einen Tarifvertrag durchsetzen konnten und jetzt auch noch einen Betriebsrat bilden konnten und wir dafür gesorgt haben, dass das im Bundestag Thema wird, auch darauf bin ich stolz und das ist wirklich internationale Solidarität. Also wir haben ein paar Ansatzpunkte für dieses Jahr. Natürlich haben wir 10 Kommunalwahlen zu bewältigen, wir haben 4 Landtagswahlen zu bewältigen, wir haben eine Europawahl zu bewältigen. Und ich habe gesagt, gerade bei der Europawahl, aber generell gilt es für dieses Jahr, wir müssen an der Seite derjenigen stehen, an der Hälfte der Bevölkerung, an denen der Aufschwung vorbeigegangen ist. Wir müssen aber auch Hoffnungsträger sein für den Kampf um bessere Verhältnisse, Hoffnungsträger für Solidarität. Und ich war sehr stolz darauf, dass im letzten Jahr in vielen Bündnissen Zehntausende von Leuten, ja Hunderttausende von Leuten gegen Rechts und gegen Rassismus auf die Straße gegangen sind. Gerade unteilbar hier in Berlin. Mit 240.000 Teilnehmern in München ausgehetzt, 50.000 Teilnehmer. Es waren, glaube ich, die größten Demonstrationen seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Und dass es in der Gesellschaft eine Stimmung gibt, wo viele Leute, auch viele junge Menschen sagen, wir müssen was tun gegen den Rechtstrend, wir müssen was tun gegen den Rassismus, muss uns doch ermutigen. Und die Linke muss diese Kämpfe vorantreiben, weil wir ganz klar gegen Rechts stehen müssen. Und wir erleben auch, dass sich diese Kämpfe gegen Rassismus und gegen Rechts verbinden mit den Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Und ich finde, es muss unsere Leistung sein, auch für den Europawahlkampf, die sozialen Fragen und den Kampf gegen Rechts und Rassismus miteinander verbinden. Wir erleben gerade in vielen Ländern, dass die Rechte bereitsteht für einen autoritären Kapitalismus. À la Trump oder auch jetzt Bolsonaro in Brasilien, und das muss doch klar sein. Wir dürfen Europa nicht den Rechten überlassen, aber auch nicht den Neoliberalen, sondern wir müssen die politische Alternative sein für europäische Solidarität von unten. Aber wie gesagt, wir wollten eigentlich jetzt gar keine große politische Rede halten, aber ich gehe mit einem großen Optimismus. Naja, wir hatten überlegt, 100 Jahre KPD-Jubiläum, lesen wir das Programm der KPD vor oder unser Papier. Aber es machen wir morgen. Wir wollen ja heute Abend noch ein bisschen feiern. Feiern tun wir zusammen, jetzt muss ich nachgucken in meinem schlauen Zettel, mit der Musikgruppe The Swake. Für die Schwaben ist ja immer schwierig, Englisch zu reden, also das dringt ja immer ein bisschen durch. Aber es ist auf alle Fälle eine interessante, auch international zusammengesetzte Gruppe, die verschiedene Musikstile, verschiedene Musikrichtungen miteinander verbindet. Und wir freuen schon, wenn ihr demnächst hier auf der Bühne steht und uns toll unterhalten werdet. Willkommen, The Swake. Später am Abend haben wir das Glück, noch die Kabarettistin Idil Baydar zu sehen.
Ich hatte die auch nicht gekannt, war aber vor circa 3 Jahren bei ihr auf einer Vorstellung bei der Bar Jeder Vernunft. Und ich muss sagen, die Frau ist absolute Klasse. Also, dass die heute Abend auftritt, bin absolut begeistert. Und ein Journalist hat einmal geschrieben, und es stimmt, wer Idils Neuköllner Kunstfigur noch nicht kennt, holt das nach. Sie tut mehr für die Entkrampfung der Migrationsdebatte als 3.142 Integrationsgipfel zusammen. Ich schwöre, sie spielt die Jilet Aische, ein Berliner Großmaul mit Migrationshintergrund, welche das ganze Land zum Gespräch bittet. Und ich glaube, wir freuen uns schon auf Aische und auf den Kabarett, auf die ihr wisst, was ich meine. Wir freuen uns auf Idil Beida, und ansonsten wünschen wir euch jetzt alle einen tollen Jahresempfang mit tollen Reden, mit toller Musik und mit tollem Kabarett. Tschüss. Und der Swag, the floor is yours.